Hallo, mein Name ist Benedikt Doré, ich bin Gemeindereferent im pastoralen Raum Unna von Mechelen-Zwickete. Und in diesem Video geht es ums Glück und Glücklichsein. Heute Morgen habe ich Glück gehabt. Ich konnte mit meinem Auto schön über jede grüne Ampel fahren und bin so zügig zur Arbeit gekommen. Da habe ich überlegt, wo hatte ich denn noch Glück in letzter Zeit? Das Glück in der Tombola. Ich habe ein 2-Euro-Stück auf dem Gehweg gefunden. Oder der Sturz mit dem Fahrrad, der ohne eine Schramme ausgegangen ist. Dieses Glück ist aber meist nur für einen Moment. Es hätte so oder so ausgehen können. Ich bin aber auf der Suche nach einem anderen Glück. Im Englischen wird das deutlicher. Da gibt es den Begriff Luck und Happy. Luck beschreibt das, was ich soeben am Anfang gesagt habe. Happy bedeutet viel mehr. Glücklich sein, fröhlich, zufrieden. Wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal so happy war, fiel mir ein, das war bei einem neuen Auto, beim neuen Pullover, beim neuen Smartphone. Doch dieses Glück hat nur eine kurze Haltbarkeit. Meistens nach 2 Wochen sind diese Dinge zum Alltag geworden und das Glücksgefühl ließ nach. Ich suche nach Glück, das noch länger hält, das noch länger in den Gedanken ist. Am Evangelium am letzten Wochenende habe ich von einem solchen Moment des Glückes gehört. Wenn Sie nicht dabei waren, zur Erinnerung oder wenn Sie dieses Video später sehen, es ging um die Verklärung des Herrn. Verklärung, ein Wort, das wir heute eigentlich gar nicht oder nur sehr selten benutzen. Es bedeutet so viel wie Glückseligkeit, Beschönigung. Und das sagt uns auch, was in diesem Evangelium passiert. Jesus geht mit seinen besten Freunden auf einen hohen Berg. Für viele vielleicht schon so ein Moment des Glückes. Auf diesem Berg erscheint Gott in einer leuchtenden Wolke und spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich glaube, Jesus war in diesem Moment sehr, sehr glücklich. Er war mit seinen Freunden dort und sein Vater spricht diese wunderbaren Worte zu ihm. Ich glaube, Jesus wird sich noch sehr lange an diesen wunderbaren Moment zurückerinnert haben, an den Moment eines Glückes. Und auf dieses Glück bin ich aus. Ein Glück, das längerfristig hält. Und wenn ich immer überlege, wann ich mal so glücklich gewesen bin, dann fallen mir Momente, Erlebnisse, Begebenheiten mit meiner Familie, meinen Kindern und mit meinen Freunden ein. Das ist es, was für mich Glück bedeutet. Und besonders jetzt, in der Vorbereitung auf Ostern, suche ich umso mehr dieses Glück. Ich möchte mich frei machen von dem Glück, wie ich es am Anfang beschrieben habe, des Augenblicks, des Momentes, der so oder so hätte ausgehen können, vom Glück der Dinge. Vielmehr suche ich das Glück in Erlebnissen, Begegnungen, die ich habe mit meinen Freunden, mit der Familie, mit meinen Mitmenschen. In diesem Sinne, viel Glück!